Hallo liebe Eltern und hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu unserer heutigen Kinderuni-Vorlesung. Sie und ihr sehen könnt, stehe ich jetzt heute hier alleine. Mein lieber und sehr geschätzter Kollege Professor Dr. Kai Förger hat mich vorhin angerufen und hat gesagt, dass er leider krank ist. Ich wünsche ihm an dieser Stelle gute Besserung und hoffe, dass es ihm nächste Woche wieder so weit gut geht, dass wir uns dann wieder zusammen in die Kinderuni stürzen können. Ja, heute wird uns der Kollege Professor Dr. Nicolas Bishop erklären, wie man einen Hammer benutzt. Und ich freue mich schon sehr auf den Vortrag. Und ihr könnt auch gerne interaktiv an dieser Lehrveranstaltung teilnehmen. Wir haben dafür zwei Kommunikationswege eingerichtet. Das eine ist unsere E-Mail-Adresse, die sieht man hier unter mir. Das ist kinderuni@ls.hw-hamburg.de. Und es gibt auch die Möglichkeit, über Twitter uns zu kontaktieren mit dem Hashtag #KinderuniBergedorf2021. Ja, ich freue mich drauf, den Vortrag heute zu hören, aber irgendwie ist heute in dem Tag der Wurm drin. Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte der Kollege Nicolas Bishop da sein, aber ich stehe hier immer noch alleine rum und das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ich habe aber eine super gute Idee. Wir machen Folgendes. Wir wechseln jetzt mal die Kameraposition auf den Platz, wo Nicolas nachher sitzen soll. Perfekt. Jetzt sieht man mich zwar nicht mehr, aber ich haue jetzt hier mal ab und dann suchen wir mal, dass es hier ganz leise wird. Und ich hoffe dann mal, vielleicht lockt es ihn dann an. Viel Erfolg und viel Spaß. Kommen Sie ein bisschen später, ne? Aber inzwischen. Hallo. Aufwachen. Kinderuni. Wer ist das denn? Oi! Jeppe! Was machst du denn da? Setz dich. Okay. Ah, Jeppe. Dass du da bist. Jeppe ist mein Kumpel, ja, und der ist auch Chirurg, sehr jung. Jüngster Chirurg eigentlich in Deutschland. Und wir haben Glück, dass er heute da ist. Und willkommen auch in unserem Biomechanik-Labor. Biomechanik, Mechanik, Kräfte, Bio, für uns Körper. Ah, Kräfte, die auf den Körper wirken. Ja, das werden wir heute ein bisschen diskutieren. Aua! Du hast mich gehauen. Nein. Oder? Doch, du hast mich gehauen. Nein. Ja, was ist denn das? Ein Hammer. Das ist ein Hammer. Der hat mich gehauen. Ich bin ziemlich sicher. Und weißt du was? Es hat nicht wehgetan. Es hat nicht wehgetan. Warum? Er ist weich. Ich glaube auch. Der ist einfach weich, oder? Es tut nicht weh. Versuch nochmal. Ob es weh tut. Tut nicht weh. Ist egal. Ja, er hat mich ein bisschen härter geschlagen. Aber es tut nicht wirklich weh. Und wir vermuten, dass es deswegen einmal nicht weh tut, weil die Kräfte nicht groß genug sind. Kräfte. Das ist mein Kopf. Es hat nicht wirklich weh getan. Ich habe es bemerkt. Ja? Und was ich hier merke, ist an Kraft. Und was ich merke, ist dann an Kraft mit meinen Nerven. Und die Nerven sind in meiner Haut. Und wenn die auch mal so ein bisschen unter an Kraft so gestört sind, dann sagen die, hey, hab was da gespürt. Und die Kräfte können groß und klein sein. In diesem Fall haben wir diesen Hammer hier. Und ich merke, dass die Kräfte vielleicht nicht so groß sind. Und ich würde vielleicht in diesem Fall einmal mit dem Hammer hier, ja, diesen weichen Hammer, einmal sagen, dass wir das ist eine ganz winzige Pfeile, das ist dann Kraft hier, ja, der ist kurz und das bedeutet, dass es dann eine kleine Kraft ist. Der stört meine Sensorik nicht, meine Nerven, und dann können wir sagen, dass es dann eine kleine Kraft ist. Ja, mein Körper heute ist mein Kraftsensor, ja, je mehr weh es tut, desto größer ist unsere Kraft. So. Das ist dann einmal ein Hammer. Hast du einen anderen Hammer? Ja, hier. Wie wäre es mit so? Das da vielleicht. Ja? Willst du mal? Ja. Nein!
Okay, genau. Nicht auf meinen Kopf, oder? Nee. Nee, okay. Dann machen wir es auf meinen Finger. Das ist auch ein Sensor, liebe Leute. Hier, ja? Es tut weh, wenn es einmal so, wenn eine Kraft wirkt. Das ist mein Kraftsensor. Jeppe, schlag meinen Finger. Au! Du! Das hat ein bisschen weh getan, ja? Aber wir sollen einfach einen Vergleich machen mit demselben Sensor vielleicht. Jeppe, mit demselben so, ja? Genauso, denselben Schlag, schlag meinen Finger damit. Hat nicht weh getan. Okay, interessant. Wir haben, oder Jeppe hat mit beiden Hammer hier genauso hart geschlagen, ja? Die sind eigentlich sehr ähnlich wegen Gewicht, ja? Das Kunststoff, das Holz. Aber es gibt Unterschiede, indem der einmal mehr Kraft erzeugt hat. Und da habe ich dann eine größere Pfeile hier. Ich wollte das hier auf dem Ding kleben, das geht nicht. Aber ich habe hier so einen Holzhammer. Hier. Und eine Kraft, der länger ist, also größer. Okay? Und das. Also, was sind die Unterschiede? Wenn er so, gleich so hart geschlagen hat, selben Gewicht. Die Unterschiede sind weich oder steif. Ja? Steif ist das Gegenteil von weich. Das bedeutet, das verformt sich und das hier verformt sich nicht. Und irgendwie produziert das dann mehr Kraft. Das werden wir, das hat mal eine berühmte Wissenschaftler entdeckt, der heißt Isaac Newton. Bisschen alt, vor 400 Jahre, ja, lange her. Der sieht hier so aus. Guck mal. Da ist der liebe Isaac Newton. Und der hat tatsächlich gesagt, dass mehr Kraft erzeugt wird, wenn ein Körper einmal sich schneller seine Geschwindigkeit ändert. Ja? Also, der hat eine Geschwindigkeit und je schneller das sich ändert, desto größer ist der Kraft. Hier kommen wir mit einer steifen Hammer runter, mit einer Geschwindigkeit, bam, und der muss auf Null kommen. Das passiert sehr schnell, weil es steif ist. Und je schneller das passiert, desto größer ist der Kraft. Das hat Newton gesagt, okay? Und der hier ist weich, passiert langsamer. Der kommt mit demselben Geschwindigkeit, das ist dann Geschwindigkeit, hat Jeppe gegeben als Chirurg, aber dann ist weniger Kraft, weil es länger dauert, auf Null zu kommen aus demselben Geschwindigkeit. So, das ist dann, wie steif die Hämmer sind. Und das sind dann zwei unterschiedliche Hämmer hier mit unterschiedlicher Steifigkeit. Liebe Leute, was könnte Jeppe tun eigentlich, damit er auch mehr Kraft erzeugt? Well, mit demselben Hammer könnt ihr vielleicht einmal überlegen, Jeppe, wie kriegst du einfach so ein bisschen mehr Kraft auf meinen Finger jetzt? Als vorher. Au! Du! Das hat echt weh gemacht. Was hat er gemacht? Der liebe Chirurg, der hat mit mehr Geschwindigkeit geschlagen. Mehr Geschwindigkeit. Der hat es härter geschlagen. Damit mehr Geschwindigkeit, ja, kommt mit einer Geschwindigkeit hier auf Null, auch sehr schnell, weil es steif ist. Und deswegen ist das eine sehr schnelle Änderung in Geschwindigkeit mit Zeit. Und das ist dann eine höhere Kraft, so wie Newton auch gesagt hat. Okay? Es gibt noch eine Idee, die wir vielleicht haben, Jeppe, wie wir dann einfach mehr Kraft erzeugen können. Vielleicht nicht mit diesem Hammer, aber mit einem anderen Hammer. Ja? Ja. Wir haben was mitgebracht. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Guck mal, was ist das? Er verzeiht es mal. Er kann es fast nicht halten. Aber schlägst du jetzt meinen Finger damit oder nicht? Nee. Nee, gut, dann lass das. Go on, tschüss. Er schmeißt es weg. So, liebe Leute. Was hat er gerade gemacht? Er hat eine ganz schwere Hammer geholt. Ja, er hat sehr viel Masse. Wenn er meinen Finger geschlagen hatte mit demselben Geschwindigkeit, da käme mehr Kraft, weil Massen Trägheit haben. Die haben eine Geschwindigkeit und die möchten diese Geschwindigkeit nicht ändern.
Ja? Wenn wir einmal keine Geschwindigkeit haben, möchten wir es nicht ändern. Wir möchten nicht schneller werden, wir möchten nicht langsamer werden. Und der möchte gar nicht langsamer werden. Deswegen, Shabam auf dem Finger, der möchte nicht langsamer werden, braucht eine sehr große Kraft, langsamer zu werden, und das wirkt auf meinen Finger. Aua, okay? So, und nur ganz schnell, es tut mir ein bisschen leid jetzt, aber Sie werden es irgendwann in die Schule sehen. Mach keine, ja, es ist nicht ganz wichtig, aber hier. Das ist Uni hier, ja, und das lernen Sie alle in die Schule irgendwann. Und meine Studis haben das alle ganz, ganz doll gelernt hier. F gleich M mal A. Und nur ganz kurz, F ist ein Kraft und der steigt mit Gewicht, ja, mit Masse, haben wir gerade gesagt. Und der steigt auch mit diesem A und das ist dann, wie schnell die Geschwindigkeit sich ändert, ja. Und damit haben wir alle drei Ideen, die wir gerade überlegt haben, wie steif der ist, das ist, wie schnell der langsamer wird, ja? Wie schwer der ist, ist dann diese Masse hier. Und auch hier ist dann, mit wie viel Geschwindigkeit der auf Null kommen muss. Okay, das war ein bisschen ja, extra, aber wir werden vielleicht noch eine Überlegung von Newton hier machen, damit wir das dann also ein bisschen so ein Beispiel geben können. Now, lieber Jeppe, Isaac Newton hat seine Gedanken über Kräfte gemacht, als ein Apfel auf seinen Kopf gefallen ist in Cambridge. Ja, das sagen die und vielleicht stimmt das und vielleicht nicht. Jeppe, kannst du meine Haare mal geben? Ich wollte immer Haare haben und heute ist meine Gelegenheit. Danke. Und wie ist das dann rum? So. So wie Sie sehen, ja, hol mal einen Apfel, ja. Ich hoffe, Sie hören mich noch, aber hier ist Newton. Der hat Haare, das ist eine wirklich sehr hübsche Newton, muss man sagen. Ja? Und ich bin jetzt auch Newton, also wenn ich so sagen darf. Ja? Und diesen Apfel fiel auf seinen Kopf. Jeppe ist jetzt ein Baum. Bitte schön, Jeppe. Willst du auf dem Stuhl stehen oder vielleicht lieber nicht? Einfach von dort. Ja, so. Sagst du mir 8 Uhr fertig los oder machst du es einfach? Los. Oh! Das ist ziemlich ein großes Apfel. Und das hat meine Tochter gebissen heute Morgen, aber egal. So, danke, Jeppe. Das hat ein bisschen wehgetan, sagte Isaac Newton. Aber ich bin nicht Isaac Newton, ich bin eine Glatze, ja? Glatzkopf. Jeppe? Das hat wehgetan. Liebe Leute, es ist das Gleiche. Das ist irgendwie mein Kopf, das ist Newtons Kopf mit Haare. Und wenn wir dann mal einmal hier kurz wieder überlegen. Weich, ja, seine Haare sind weich. Hammer ist weich. Ändert sich die Geschwindigkeit einmal langsamer, haben wir weniger Kraft. Aber hier, und irgendwo habe ich auch eine ganz hässliche Ich da, guck mal, Glatze, da sind die Kräfte höher, weil mein Kopf steifer ist. Deswegen ändert sich diese Geschwindigkeit von dem Apfel schneller und wir haben dann laut Newton hier einmal mehr Kraft. So, liebe Leute, das war's für Kräfte. Dankeschön. Jeppe. Aufstehen. Oh! Gibt's noch was? Oh, stimmt, ja. Wir sind nicht fertig. Pass auf, wo ist der Apfel da? Den kann ich. Ja, dann hol ihn mal. Ja, hier. Ja, komm, ist das der Apfel? Nein, das. Das da. Nee, das, okay. Da, guck mal, wir haben auch sowas so sphärisch gefunden hier. Was ist das denn? Eine Kugel. Es ist eine Kugel, ja. Das ist eine Metallkugel, oder? Mhm. Glänzt ganz hart. Und wofür ist das? Wenn man den Knie kaputt hat oder so. Ja, genau. Meine Hüfte, genau. Das ist ein Ersatzgelenk für Hüfte. Wenn Sie einmal hier gucken möchten, ja, da ist einmal eine Hüftgelenk hier. Da gibt es eine Kugel in eine Pfanne. Ja, es ist dann ein Gelenk, der sich einmal schön drehen kann. Es tut aber irgendwann weh,
wenn ein Knorpelschicht, das ist dann so eine Schicht auf die zwei Seiten von dem Knochen hier, einmal versagt, dann tut es weh. Und was dann passiert, ist, dass man eine neue Gelenk bekommt. Und nicht nur diesen Kugel, ja, der gehört dann auf dem Oberschenkel, sondern auch noch, super, Jeppe, danke, natürlich eine Pfanne hier. Ja, das ist dann eine Pfanne. Und die zwei passen zusammen hier. Klick. Der eine ist aus Metall, Kobaltchrom, und der andere ist aus Plastik, Kunststoff. Das ist dann Polyethylen. Und zusammen bilden die dann ein Kugelgelenk, der dann einfach dann als Ersatz in dem Körper kommt. Nur, wie soll das überhaupt in dem Körper bleiben? Jeppe. Mit dem Schaft hier. Ja? Das kommt, und jetzt mit dem Oberschenkel, kannst du das auch mal geben. Das hier kommt in dem Oberschenkel. Das ist ein Oberschenkel. Ja. Kopf kommt hier weg. Das ist dann, wird weggesägt. Dann kommt eine Schaft hier rein. Und hier kommt dann einmal unser Kugelkopf. Ja. Als Ersatz, der ist ein bisschen kleiner, aus der ursprünglichen. Und dann auf der anderen Seite hier kommt die Pfanne. Und der sitzt einfach mit diesem Metallschal in dem Knochen auf der anderen Seite. Ja? Okay. Und wenn Sie kurz einmal auf dem Skelett wieder anschauen, gucken möchten, sehen Sie einmal vielleicht wieder, wo es einmal so passt, in dem Loch da. Ja? Kommt die Pfanne und dann hier ist dann einmal Kopfersatz. So. Und was hier wichtig ist, ist, dass diesen Schaft hier ganz doll sitzt in dem Oberschenkel. Warum? Weil es nicht wackeln darf, als wir einmal rumspringen und laufen und was weiß ich alles, Akrobatik machen, so wie wenn wir Jeppe sind, hast du doch kein Hüftgelenk, Hüftersatz. Auf dieser Seite muss es dann auch bumm festgemacht werden in dem Knochen. Und rat mal, wie wir das hier, sorry, festmachen. Wir schlagen, ja? Jeppe, hast du eine orthopädische Hammer vorhanden? Das ist der, das, ja. Das mit, ja, genau, das da. Also nimm die zwei, hol die zwei. Genau, dann komm mal mit. So. Das kommt hier rein. Das ist dann irgendwie ein Adapter. Und Jeppe, du schlägst einmal auf dem Metall-Adapter da. Schlag, Schlag, Schlag. Der Chirurg schlägt diesen Implantat rein und der sitzt dann fest in einem Knochen. Okay, das da gerade war ein Metallhammer und ein Metall-Oberfläche hier. Also Metall, sehr, sehr steif. Und was haben wir gesagt wegen steif? Wenn es dann steif ist, muss diese Geschwindigkeit sehr, sehr schnell auf Null kommen und die Kräfte sind groß. Und jetzt kommt die Frage, wie groß sind die Kräfte da? Als Jeppe einmal hier schlägt, rat mal, wie groß die Kräfte sind. Boah, das würde mein Finger wehtun. Ich lasse meinen Finger da nicht, ja, so einmal testen, mein Kraftsensor. Aber wie groß ist es? Ist es so groß wie vielleicht ein Apfel? Wahrscheinlich nicht. Wie groß könnte es sein? Ich meine, ein Mensch auf meinen Finger stehen, das würde schon wehtun. Könnte sein? 30 Mal. 30 Mal? Ich, meinst du? Mhm. Du bist aber klug. Wie weißt du das? Ja, ich auf diesen Finger hier stehen oder auf diesen Stößel mal 30, ja, das tut weh, wenn ich alleine da bin. Wenn 30 ich da bin, tut es richtig. So viel Kraft wirkt da. Und 30 ich ist einmal anders gesagt ein Elefant oder ein Trecker. Ja, das ist dann irgendwie 3.000-4.000 Kilo, 3.000-4.000 Tonnen. Und das ist so viel Kraft, der erzeugt wird von Jeppe hier mit diesem Hammer. Unglaublich, oder? Unglaublich. So viel Kraft. Also das ist dann einmal Elefant. Hier. Also da machen wir eine Trennung. Das hat nichts mit diesen so kleinen Kraft mehr zu tun. Da fangen wir einfach mit Elefant an. Und wir sollen einfach mit einem chirurgischen Hammer auch hier anfangen und sagen, chirurgischer Hammer schlägt auf ein Implantat in Knochen
Und was wir da bekommen, ist ein richtig großes, eine große Kraft. Ich werde es so darstellen hier mit einfach einer richtig großen Pfeile. Ja? Der ist lang und auch dick. Und der ist so lang, oh, sorry, das muss ich ein bisschen weiter oben machen. Ja, der ist so lang wegen Kraft und so breit war der einmal so lange auf dem. Ein Elefant steht einfach so auf dem Boden und das dauert. Aber das kommt noch. So, wunderbar. Jetzt haben wir eine richtig große Kraft erzeugt. Und die Überlegung ist ein bisschen, wie das dann einmal funktioniert in einem Körper. Große Kraft, Elefanten, Jeppe. Wir haben hier einmal ein paar Implantaten. Mhm. Und der Chirurg hat einfach so einen Hammer. Okay, ich bin zuerst und ich sage, ich bin dann einfach Elefant. Und ich sitze auf einer von den Implantaten, ja, und es geht so, oh, sofort einmal in den Knochen rein. Wunderbar, Implantat sitzt im Knochen, aber es tut ein bisschen mehr. Es druckt den ganzen Mensch, den ganzen Patient mit diesen Elefantenkraft. Jetzt kommt Jeppe mit seinem Hammer. Und vielleicht hier vorne Jeppe, einer von diesen zwei. Der schlägt, damit ihr es sehen könnt, Moment, der schlägt einfach einmal mit demselben Kraft. Ja, diesen, das. Sagen wir, dass es dann diesen Elefant ist. Aber der kommt nicht ganz durch. Es ist nicht genauso, wie wenn man ein Elefant da sitzen würde. Weil es für so eine kurze Zeit passiert. Ja? Sein Schlag hier, Metall, Metall, das passiert viel, viel schneller als sein Blink hier. Man merkt, wie schnell das passiert. Mach nur noch einmal, ja, dann können wir merken, wie lang. Ja, ja, tick, ist es weg. Also es passiert sehr, sehr schnell. Und das ist der Unterschied. Und deswegen kam der nicht so ganz tief rein. Was passiert, wenn du noch ein paar Mal schlägst? Okay. Mit genau derselben Kraft, aber für eine kürzere Zeit und mit mehreren Schlägen kommt er dann einmal hier rein. Ich weiß nicht, ob Sie das alle sehen können, vielleicht ein bisschen tief. Ja? Also, das ist einmal so ein Unterschied. Und das ist ganz, ganz schön, dass der Chirurg sowas einmal so regeln kann. Zum Beispiel, wenn Jeppe möchte, kann er einmal hier schlagen und er kann viel öfter schlagen. Also das bedeutet, dass mit 20 Schlägen, dass der reinkommt. Mach das mal, Jeppe. Also ein bisschen, ja. Was hat er gemacht? Er hat tatsächlich seine Geschwindigkeit ein bisschen reduziert. Und damit setzt trotzdem unser Implantat mit mehreren Schlägen weniger Kraft. Okay? Und das ist dann auch eine schöne Möglichkeit, sein Energie einmal zu minimieren, weil das tut Chirurgen weh. Ja? Es gibt wirklich Probleme für Chirurgen, die hier und da rumschlägen, besonders die Orthopäden, die mit Skelett arbeiten. Und das wollen wir ein bisschen minimieren. Okay, das sind dann mehrere Schläge. Und ich habe dann ein kleines Video, nur zu zeigen, wie es dann ist, in einem Operationssaal hier. Das kommt jetzt hoffentlich dann auf dem Bildschirm. Und das ist dann ein Schlag auf ein Metall-Metall-Schlag. Eigentlich auf, also ist von Knie, aber es ist sehr ähnlich. Und man sieht einfach, wie man da schlägt und wie das alles so vibriert ein bisschen. Aber dass man öfter schlägt, bis dann etwas sich setzt. Okay? Sind wir da durch? Sind wir. Okay, das lassen wir dann kurz. Letzte Frage. Ist es nicht ein bisschen gefährlich, wenn wir einen Elefanten haben, trotzdem, dass es dann so ein bisschen kurz ist hier, ja, dass wir dann einen kurzen Schlag haben, dass diesen Elefanten rumläuft in unserem Körper sozusagen. Der schlägt. Was ist denn mit unserem Körper? Zeigen wir mal, oder? So, du bist dann einmal hier. Ich schmeiß es jetzt an. Das, liebe Leute, nee, ja doch, Ellie, genau, Ellie. Genau. Ich dachte einmal, dass, damit es ein bisschen so besser schlägt, habe ich den so rumgemacht, was ein bisschen blöd ist, aber ja. Okay, liebe Leute,
Ich mache das zuerst, Jeppe, weil ich dann nur drücke. Das ist dann kein Schlag. Hier haben wir einen Luftschienenbahn, ja? Aus dem Physiklabor geklaut. Wir sind total begeistert davon. Guck mal, hier kommt Luft raus. Es ist reibungsfrei, kein Widerstand. Und Jeppe und ich können das einmal so einfach ewig anschauen, wie es dann hin und her rumspringt und so. Ja, was wir hier aber haben, ist ein Oberschenkel mit Implantat. Diesen Implantat muss reingepresst werden oder geschlagen. Und das ist ziemlich groß und massiv. Ich habe viele Gewichte hier. Ja? Hier kommt ein Elefant. Das ist irgendwie Elefantenkraft. Und der presst einfach dann dieses Implantat rein. Aber irgendwie passiert nichts, bis wir hier am Ende kommen. Und dann, überleg mal, wie viel Kraft auf meinen Finger hier wirkt. Das ist diese gesamten Elefantenkraft. Das wirkt durch diesen ganzen Implantat. Okay, setzt ein Implantat, aber drückt auf meinen Finger. Und mein Finger tut weh. Das ist ein Elefant auf meinen Finger. Und mein Finger hier ist mein Körper. Ja? Das ist meine ganze Weichteile hier, in dem mein Knochen sitzt. Now, jetzt aber kommt Jeppe mit seinem Hammer. Mit demselben Kraft, aber kurz. Okay, super Jeppe. Okay. Und schmeiß ihn mal, Jeppe. Pachau, bam, right? Haben Sie gesehen, was passiert? Sein Hammer hat eine Geschwindigkeit, schlägt auf dem Implantat. Und ich werde jetzt einmal Kraft zwischen Hammer und Implantat testen mit meinem Kraftsensor. Jeppe, schmeiß mal. Au, noch ein bisschen härter. Au, das ist Elefantenkraft auf meinen Finger. Tatsächlich gibt es eine große Kraft von dem Hammer auf dem Implantat da wirken. Vorsicht, ja. Aber auf diese Seite ist jetzt mein Körper. Ja, und wir werden jetzt sehen, wenn Jeppe einmal schlägt, ob das weh tut. Bam. Habe ich fast nicht gespürt. Warum? Weil diesen ganzen Masse, diesen Gewicht hier, der schützt diesen Schlag. Der schützt meinen Schlag von meinem Finger. Warum? Weil diese großen Kraft, aber sehr kurze Kraft, so kurz ist, dass der diese Masse nicht einmal schneller treiben kann. Ja? Der hat eine Trägheit wieder und er möchte seine Geschwindigkeit nicht ändern, weil er jetzt viele Masse hat, viel Gewicht. Und der ist viel größer als unser Implantat, der tatsächlich hier dann reinsetzt. Okay, Jeppe. Aua, nicht aua. Da haben wir dann das einmal erledigt. Und ich würde damit sagen, setzen wir uns ganz kurz und überlegen, was wir gerade gelernt haben. Wir haben gelernt, dass wir mit einer ganz steife Metallinstrument schlagen. Dafür haben wir dann große Kräfte. Dafür mit mehreren Schlägen kommen wir da einmal mit einem fixierten Implantat in einem Knochen fest. Mit mehreren Schlägen ist der Chirurg dann nicht müde, ja, weil er nicht so doll schlagen muss, aber trotzdem setzt er mit der gesamten Kraft nachher wie den Elefanten alleine. Und dazu, weil er so kurz ist, schädigt es unseren Knochen nicht. Sogar unser Knochen sitzt dort, wir können schlagen und der Knochen bleibt dort, möchte nichts tun, der ist schwer, ja, Trägheit. Und unser Implantat kommt dagegen rein, ohne dass wir es festhaben. Und das ist die Mechanik von einmal Implantationen, also das, was die Chirurgen da in dem OP machen. Wir sind fast durch. Ich würde ganz kurz ein Nickerchen machen. Nein. Oh. Was? Warum schlagen wir überhaupt, meinst du? Ah, eine kleine Frage. Warum schlagen wir überhaupt? Warum? Der ist klug. Der meint, warum können wir nicht einmal ein Implantat reinkleben? Ja, machen wir doch. Eigentlich kann man einen Klebstoff verwenden, so ein Zement. Es wird tatsächlich gemacht. Und das Problem ist, dass es bricht irgendwann. Ja, es ermüdet. Und das ist dann tatsächlich ein Problem, wenn man dann jung und aktiv ist. Was können wir sonst tun ohne Schlagen?
Also wir können wirklich weg von dieser ganzen Schlägerei. Ja, gute Idee. Das ist auch ziemlich modern hier. Guck mal, das haben Sie sehen können. Das ist dann geschraubt. Das ist reingeschraubt. Der ist bombenfest in dem Knochen. Die Schrauben kommen durch den Knochen in dem Implantat rein, bombenfest. Es ist nur ein bisschen kompliziert, ja, die Chirurgie da. Okay, ist noch eine Möglichkeit. Ich habe eine letzte Idee. Und das ist tatsächlich hier. Wir haben 3D-Drucken heutzutage. Und wir können tatsächlich Metall drucken. Ganz, ganz komische, interessante Geometrie und Form. Der hat viele so kleine Haare. Und die gucken nach oben. Der ist ganz, ganz leicht reinzukriegen. Stellen wir uns vor, dass es ein Schaft ist im Knochen. Aber kommt nicht raus. So wie ein Fisch. So ein Engelhaken, sagen wir? Ja, Fischkäse, genau. Also das haben wir dann auch hier ganz am Ende. Und die vielleicht brauchen keinen Hammer. Trotzdem ist, ich meine, Hammer kann funktionieren. Es ist ein bisschen wild. Wenn wir das Geregelte kriegen könnten, haben wir das dann. Jeppe, oder hast du es verloren? Wo ist deine Waffe? Die? Nee, deine Waffe. Aber wenn nicht, dann zeige ich ein letztes Video und dann sind wir hier durch. Der ist verschwunden. Da, guck mal, da bin ich mit einer Waffe. Oh, muss ich auch starten. Ja? Ist ein Gerät und der stößt ganz regelmäßig mit einem Impuls, damit man nicht so wild einmal rumschlägt, wo es dann schief laufen kann. Und ich oder Jeppe werden nicht müde. Also das kommt viel, da ist es, genau. Ja? Und das ist vielleicht einmal so Zukunft. Wer weiß, ob irgendwann Roboter kommen und das dann machen. Aber ein bisschen regelmäßiger, ein bisschen so geregelt, Entschuldigung, ist vielleicht ein bisschen eine bessere Idee. Okay. Jeppe, setz dich und ich sage einmal, egal was für andere Möglichkeiten es gibt, wir sagen, dass Schlagen Spaß macht. Und wir werden so weitermachen, oder? Mhm. Ja. Willst du mal was schlagen? Ende. So, das war's, liebe Leute. Guter Apfel. Ja. Lieber Nick, lieber Jeppe, total großartiger Vortrag. Ich fand ihn super. Vor allem ganz herzlichen Dank, dass du das mit so viel Körpereinsatz gemacht hast. Oh ja, das ist Hammer. Ja, ja ich fand's, also ich habe alles verstanden. Ich bin's. Und ich würde mich total freuen, wenn es vielleicht noch ein, zwei Fragen gäbe, die vielleicht von den Kindern kommen. Mhm. Es kann sein, dass das ein bisschen zeitverzögert kommt. Das ist ja ein Livestream, der wird nicht komplett auf die Minute genau gesendet. Von daher, wenn vielleicht noch eine Frage jetzt gleich reinkommt, wir gucken mal die Kanäle nach. Ja. Wir essen uns einen Apfel. Ist das okay? Ist es nicht zu frech, hoffentlich? Ja. Aber wenn es keine Fragen gibt. Ich kriege gerade keine Meldung rein. Mama eine Frage hat. Und Oma. Und Oma. Und ja. Ja. Und wenn nicht, das kriegst du jetzt, Jeppe, geschenkt. Danke. Das ist dein Hammer, bitte. Ja. Was machst du damit? Die Zaun. Ja, ich sehe tatsächlich keine Fragen. Von daher, ich hoffe, es hat heute allen Kindern und allen Zuschauerinnen und Zuschauern viel Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche wird unsere Kollegin Annika Sievers uns was erzählen über die Herstellung von Orangenöl, zusammen mit ihrem Kollegen Marc Hannapel. Und ich freue mich schon sehr darauf. Auch da werden wir wie diese Woche wieder in einem Labor sein. Das heißt, wir werden wieder das machen, was sonst eigentlich in der Kinderuni nicht geht. Wir bringen alle Kinder, die sonst immer in den großen Hörsaal rein müssen, bringen wir jetzt in das Labor von Annika Sievers, das viel zu klein ist, um 200 Kinder da unterzubringen. Und trotzdem ist es dann nächste Woche möglich, dass wir uns das mal anschauen können. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Die Aufbauten sehen sehr spannend aus. Und nächste Woche Mittwoch werde ich da schon ein kleines Teaser-Video wieder hochladen. Ich
Ich danke allen, die heute mit dabei waren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich danke dir, Nick. Ich danke dir, Jeppe, jüngster Chirurg Deutschlands. Und, ja, ganz herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Oh, es kam eine Frage. Wir haben deine Mama bestimmt, haben sie gezogen. Von komm, wem ist die? Ist deine Frage, Boris. Gerade. Jetzt kommt noch eine Frage rein. Dann. Wie kommt denn der Chirurg in die Hüfte? Oh. Also soll die Frage ich jetzt lautet, wie kommt der Chirurg in die Hüfte rein? Soll ich antworten? Hier. Das wollen sie nicht wissen. Also, ich meine, Patient liegt auf dem Tisch, Narkose, schön abgedeckt, sieht man eigentlich keinen Patient mehr und man muss einmal so einen Schnitt machen. Und dann ist der Hüft ziemlich, ich meine, man kann es fast spuren hier, ja? Aber es gibt viele Muskeln da, müssen einfach so getrennt werden und dann so kommt man einmal rein. Klein bisschen Messer. Und einmal so ein paar Haken, damit es dann offen bleibt. Und es ist eine große Operation. Ja? Es gibt neue Versuche, durch ganz, ganz winzige Löcher reinzukommen, die dann keine Narbe erzeugen nachher. Allerdings hat man keinen Überblick, man sieht nicht, was da los ist. Und die sagen eigentlich, lieber eine große Narbe, aber ganz gut implantiert, statt klein. So, wenn Sie das wissen möchten, ja, also, und wenn Sie Details haben möchten, schreiben Sie mir. Wir haben aber tatsächlich doch noch eine Frage. Ach so. Geht das Implantat auch wieder aus dem Knochen heraus und wenn wie? Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage, weil Implantaten, alle Implantaten, auch gut implantierte Implantaten, können eigentlich dann einmal versagen. Und die müssen dann rauskommen. Wenn die schon locker sind, ja, in dem Körper, einfach locker geworden, dann plupp, kommen die einfach raus, kein Problem. Manchmal hat man noch ein Instrument hier und man schlägt in Gegenrichtung und so kommen die dann raus. Oft, manchmal mit nicht geklebten Implantaten, so wie wir diskutiert haben, oder geklebte Implantaten hier, dann muss man, weil die nicht mit Klopfen rauskommen, ein Fenster in dem Knochen machen. Also man schneidet, öffnet ein Fenster und dann klopft dann von unten und nimmt einfach die ganzen so Zement da raus. Und da verliert man Knochen. Das ist wirklich ein, es ist problematisch. Und überleg mal, dass wir als Ingenieure so ein Implantat bauen möchten, der für immer und ewig da hält, dürfen wir nicht. Weil vielleicht gibt es eine Infektion. Es muss auch rauskommen. Also unsere Methodik ist so, dass es nicht ganz, ganz fest sitzen darf. Aber einfach sicher. Ja. Ja. Noch eine Frage. Wie lange hält das Hüftimplantat? Ja, das ist immer so eine gute, eine große Frage, wo man manchmal mit so ein 20 Jahre oder 10 Jahre einmal als Antwort geben möchte. Interessant ist aber, dass es nicht einfach 10 und nicht nur 20 und nicht nur 40 ist. Interessanterweise ist es ist fast eine Gerade und man hat steigende, sagen wir so, Revisionen, also Versagensraten mit Zeit. Aber die sind nicht plötzlich, wie wir Ingenieure normalerweise erwarten wurden. So, das ist ein, aber sagen wir so, es gibt dann 10% werden revidiert, also neu gemacht werden nach 10 Jahren. Eigentlich ist es noch weniger heutzutage. Ja? Also in viele europäische Länder ist es dann 5% nach 10 Jahren. Und aber die können ewig halten. Ja. Die können ewig halten, ja. Und sind die Implantate genormt oder werden sie auf den jeweiligen Patienten angepasst? Es gibt das hier in alle möglichen Größen. Nicht so unbedingt proportional, aber man nimmt dann ein Implantat, der für 90% der Patienten dann einmal passt. Von dem Regal da, neben dem OP. Für spezielle Fälle muss man dann was extra besorgen. Aber Punkt ist, man
plant vorher. Ja, man nimmt ein Röntgenbild oder CT und dann plant man, was da rein passt. Und man sieht ein großes Kanal oder ein kleines Kanal oder ob die Proportionen so und so sind. Plant man genau, welchen Implantat da reinkommt. Und dann kann man aber vorher bestellen, wenn es wirklich so komisch aussieht. Ja. Noch eine Frage. Werden solche Implantate auch manchmal vom Körper abgestoßen? Und sind die Implantate ein Problem am Flughafen? Wie abgestoßen, sozusagen, dass die einmal... Ich gehe mal davon aus, vom Körper nicht akzeptiert. Oh, so, alles klar. Puh, wow. Ja, ich meine, es gab einen großen Skandal in Deutschland, in England, in Australien, in Amerika, wo die dann einen wunderbaren neuen so Oberflächenersatz entwickelt haben aus Metall. Leider haben die Chirurgen das nicht implantiert, wie die Ingenieure das gedacht haben. Und es hat einfach dann richtig schlechte Reibung gegeben. Es gab Partikeln und da gab es richtig große Probleme, dass das Knochen und einmal die Muskeln einmal weggefressen wurden. Und das war eine böse Geschichte. Davon haben wir sehr viel gelernt, dass die Ingenieure tatsächlich einmal so ein bisschen gucken müssen, was die Chirurgen tun. Und sind Sie ein Problem am Flughafen? Oh, am Flughafen. Ich glaube, man muss tatsächlich mit einem Reisepass irgendwie so eine Zeugnis einmal so reisen, dass man sowas hat. Weil eben, es piept sonst. Manche finden es lustig, manche finden es peinlich wahrscheinlich. Guck mal, ich piepte. Wir haben tatsächlich noch zwei Fragen, zumindest aktuell. Kann man Implantate für Elefanten machen? Ich würde sagen, warum? Ich meine, Sache ist, haben Tiere Hufprobleme? Nein, doch, die haben, aber Elefanten nicht. Ich meine, nicht wirklich. Ich meine, das da hier, das ist ursprünglich für Hunde gebaut. Ja, eigentlich von meinem Chef, mein vorheriger Chef, hat also endlose Ideen gehabt. War ziemlich klug, weil er meinte, um ein Implantat für Patienten zu designen, ach, das braucht so einfach unglaublich viel Prüfen, Testen, Standards und so weiter. Für Hunde muss man weniger machen, ein bisschen schon. Und Leuten lieben die Hunde. Die geben genauso viel Geld aus für die Hunde, ja, für die Gesundheit, für die Haustiere. Und damit kann man einmal etwas bauen. Implantieren und wenn man Glück hat, kann man so ein bisschen experimentieren und wenn es wirklich gut ist, dann hat man Erfolg. Und was er hat dann 10.000 Stück implantiert und wir hoffen, dass es dann so viel Information gibt, dass es dann direkt in Menschen kommen kann. Nur lustigerweise wollen Menschen kein Hundimplantat haben. Also das muss die tatsächlich nicht wissen. Aber das sind Hunde. Und ich glaube, es gibt so Spezies von Hunde, die dann schlechte Hüfte haben und anderen dann nicht. Aber Elefanten, der Chef, der hat einmal so eine Hüfte gebaut. Der war so groß, ein Riesending. Einmal als Demo. Dann könnte man zeigen, wie die Mechanik funktioniert. Das hätte in einen Elefanten gepasst. Wie und wie oft wird kontrolliert, ob ein Implantat noch gut sitzt? Da muss ich meinen Chirurg fragen. das ist eine gute Frage. Ich meine, natürlich direkt nach der Operation wird kontrolliert, Wochen, Monaten und danach nicht mehr. Ich meine, wenn es nicht wehtut, es ist so, ganz ehrlich, eine so erfolgreiche Operation. Das macht so viele Leute zufrieden für in Effekt so wenig Geld, dass es dann nicht wirklich viele Kontrolle braucht. Es ist nur dann, wenn ein Patient Probleme hat. Oder wenn es eine nagelneue so Design ist, dass die dann kontrolliert werden. Ja. Aber sonst kommen die nicht. Woraus bestehen Implantate? Ja, well, das, was wir heute gezeigt haben, das ist Titan. So wie man in Flugzeuge verwendet. Es ist sehr steif, es ist sehr fest.
Und was es auch ist, ist sehr biokompatibel. Ja? Titan irgendwie sitzt in dem Körper ohne Probleme. Unser Körper mag es irgendwie. Also es ist dann kein Problem mit dem Knochen. Im Vergleich gibt es tatsächlich Implantate, die aus einem schweren Metall sind. Und sogar, ich habe keine hier, sorry, Epidanskurs, ist dann einmal so ein Kobaltchrom. Oder Stahl, rostfrei Stahl. Ja, und die sind, die werden implantiert, aber es kann Probleme dort geben. Also für Knochen, die direkt gegen den Knochen kommen, so wie wir gesagt haben heute, dann einmal Titan. Für andere Implantaten oft eine schwerere Metall, weil Titan nicht gerne gegen Knochenzement sitzt. Sonst haben wir viele Materialien. Ich meine, was hatten wir schon? Wir hatten Polyethylen hier. Ja, wir hatten Kobaltchrom hier. Ich habe leider keine Keramikkopf mitgebracht. Das ist auch ein Titan hier. Es gibt vielleicht neue Materialien, die kommen, die wir auch überlegen werden. Sage ich mehr, nicht mehr momentan dazu. Aber die sind ziemlich, sagen wir so, die sind ziemlich an die Grenzen von unseren Möglichkeiten als Ingenieure. Die Kräfte und Platz, die wir dort haben. Lassen nicht viel Freiheit. Wir müssen wirklich die besten Materialien verwenden, damit die nicht kaputt gehen. Ja, wir sind am Limit. Unser Körper hat sich selber ziemlich optimiert. Und wir haben Probleme, da mitzukommen. Mit demselben Geometrie. Ja. Das ist eine Doppelfrage gewesen. Ach so. Kann man das Implantat auch mit magnetischer Kraft herausziehen? Das Implantat mit magnetischer Kraft? Nein. Weil, Punkt ist hier, ist eine nette Idee, aber warum? Wir kommen hier rein, ja, mit einfach irgendein Stößel hier oder irgendwas, etwas von extern und mit dem kann man einfach ziehen. Warum muss man überhaupt ein Magnet verwenden, wenn man hier so einschrauben kann? Guck mal, es gibt ein Loch hier mit einem Gewinde, ja. Das kann man einmal hier einschrauben, es passt nicht hier, aber und dann verwenden. Es ist nicht, dass man einen Magnet da braucht. Ich liebe die Frage und ich überlege jetzt, wo man so richtig große Magneten verwenden kann in die Orthopädie und ich komme momentan auf nichts, leider. Aber jemanden, der Interesse in Magneten hat, hat eine schöne Frage gestellt da. Ja. Ich fand die Frage auch total großartig. Ich fand sie wirklich schön. Ja. Die nächste Frage finde ich auch schön. Kann man nach der OP direkt wieder laufen? Ein Tag danach tatsächlich. Ich meine, ein bisschen vorsichtig muss man sein, aber wenn man reingeht, jung und fit, in dem OP, in der Operation, kann man mit Zement hier sofort laufen, so. Ohne Zement lässt man das vielleicht einen Tag. Viele Chirurgen sagen, lasst es bitte, ja, einen Monat, bis sie dann das wirklich doll belasten, aber viele machen es trotzdem und es hält. Also was die Patienten wollen und erwarten heutzutage, es ist fast immer mehr. Und wir müssen immer so mitkommen. Es ist so erfolgreich, aber was die Patienten immer machen möchten, die werden immer jünger, die werden immer aktiver, die wollen alles machen, müssen wir einfach dann unseren Implantaten immer besser machen. Kann man eigentlich, ja. Ja, sehr schnell. Was kostet so ein Hüftimplantat? Das ist eine gute Frage. Es gibt eine ursprüngliche Implantat, der ist wirklich ganz, ganz einfach. Interessanterweise einer von den ersten Implantaten in die 60er Jahren. Der wird immer noch implantiert von Sir John Charnley. Der hat das in seine Garage gebaut ursprünglich, aber hat wirklich gute Beobachtungen gemacht. Kostet irgendwie 300 Euro. Es gibt diesen modernen, besonders so die mit Oberflächenersatz, wo es Probleme gab, diesen 5.000 Euro. Also es gibt viele unterschiedliche, es gibt eine wirklich große breite so Unterschied. Und die Operation selber kostet natürlich so ein paar Zehntausende. Die Chirurgen kosten eigentlich ein bisschen. Der Chirurg hier, der kostet. Wie lange dauert so eine Hüft-OP? Ungefähr eine Stunde. Ich meine, es ist oft so, dass die ganzen Vorbereitungen gemacht wird
nicht von dem so Chirurg selber. Und dann kommt er oder sie und macht da mal so die ganzen so Sachen, die wir heute diskutiert haben, so hier wegschneiden, einmal so ein Kanal, so Loch bauen und dann noch implantieren. Und dann verschwindet er, trinkt einen Kaffee und wird wieder von dem OP-Personal einmal so wieder zusammengenäht. Aber trotzdem, es ist dann Stunde, anderthalb vielleicht, die wollen es natürlich immer schneller machen. Es gibt Chirurgen, die dann mit ganz modernen so, Geräten arbeiten möchten, so Roboter, Navigation. Das bedeutet, und wenn Sie gucken möchten, in der Ecke da gibt es ein Gerät. Das ist ein Navigationsgerät. Und der kann einmal die Position von Implantaten folgen, wo die sind in dem Körper. Und dann hat man so eine bessere Positionierung von dem Implantat. Aber es kostet mehr Zeit. Und es kostet mehr Kost. Zwei Fragen habe ich noch. Oh. Wie schwer ist dann ein Implantat? Wie schwer? Ja. Hier. Hier. Ein Hand mit Apfel, einmal Implantat. Was? Ist der leichter oder schwerer? Schwerer. Ist es schwerer? So ein kleiner, eigentlich so ein Stein, der so vielleicht so ist. Und belastet das beim Gehen? Oh, ja, gute Frage. Nein, irgendwie merken wir es nicht. Ich meine, ich habe irgendwo hier, die sind nicht so wirklich groß. Die Frage ist gut. Es gibt alte Knie, Knieersätze, und ich habe irgendwo eins hier. Der ist so groß, der ist irgendwie so ein paar Kilo. Und dass man das einfach so hier implantiert und rumhumpelt, ist ein bisschen erstaunlich. Aber man merkt es nicht unbedingt. Was man mit Implantaten manchmal merkt, ist, dass das Wetter sich ändert. Ja, das ist interessant. Und was man auch tatsächlich merkt, ist, dass man etwas dort hat, der nicht einmal aus dem ursprünglichen Körper kommt. Aber die Idee war mit diesen großen Köpfen, dass es einfach so wie eine normale Gelenk wäre, dass man nichts merkt. Also das heißt Proprioception. Man merkt es aus Gelenk selber nicht. Wir haben Beispiele gehabt, die quietschen. Und das sind Keramik auf Keramik gewesen. Und die quietschen. Und man quietscht. Das merkt man. Ja, dann sind keine Fragen mehr offen. Zumindest sehe ich nichts mehr. Dann kann ich nur noch mal wiederholen, was ich gesagt habe. Ich hoffe, es hat heute Spaß gemacht. Ich freue mich, dass so viele Fragen noch gekommen sind. Ich hoffe, wir konnten alle Fragen beantworten. Ja. Ich sage noch einmal ganz herzlichen Dank an alle, die heute dabei waren, die gefragt haben. Ich bedanke mich noch mal bei dir, lieber Nick, und bei dir, lieber Jeppe. Und wir sagen auch, großartiges Chirurgenteam. Ja, herzlichen Dank und vielen Dank für die tollen Fragen. Fantastisch. Ja. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit Annika Sievers und Marc Hanapel. Und wir stellen was her, nämlich Orangenöl. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Bis nächste Woche. Tschüss.